Hey Leute, Bardo hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Game Dev Tycoon. Wir haben die Spieleentwicklung Stahlfabrik Laue gegründet und beim letzten Mal habe ich zwei Parts nacheinander aufgenommen. Wir pausieren erstmal das Spiel, weil ich muss jetzt viel reden und ich muss viele Sachen auf einmal machen. Und kann ich auch Mails? Gibt's Mails? Oh nee, okay, ist neu. Und auf jeden Fall. Die letzte Folge ging viel zu lang, deswegen werde ich jetzt versuchen, die Folge ein bisschen kürzer zu halten, dass ich so 20, 25 Minuten aufnehme. Und ich habe in der Zwischenzeit ein paar Tutorials gelesen und weiß theoretisch jetzt, was ich machen soll. Das wahrscheinlich immer noch nicht richtig hinkriegen, aber ich werde versuchen, es besser hinzukriegen. Und euch vielleicht auch ein paar Tipps zu geben. Und als allererstes, wir haben 150.000 ungefähr. Und als allererstes müssen wir leider unsere Mitarbeiterin feuern, weil die kostet 50.000 jeden Monat. Und das ist mir leider zu viel. Ich werde jetzt ein Spiel so entwickeln. Und es war mir wirklich zu viel Geld. Und vor allem ist jetzt, glaube ich, auch eine neue Technik rausgekommen. Der Supertest. Der Test war rausgekommen, jetzt ist der Supertest rausgekommen. Da. Stimmt. Das ist ja am Ende der letzten Folge rausgekommen, der Supertest. Wir kaufen jetzt erstmal die Lizenz für 50.000 und jetzt entwickeln wir erstmal ein Spiel für den Supertest. Aber erst müssen wir die Spielhistorie gucken, was wir jetzt entwickelt haben. Als letztes ein Spiel für Kampfsport Action entwickelt. Das heißt, ich kann nicht nochmal ein Action-Spiel machen. Das heißt, weil wenn man zwei Spiele nacheinander macht, die dieselbe Genre haben, dann wird das auf jeden Fall schlechter bewertet und die finden das überhaupt nicht gut. Und deswegen mache ich jetzt irgendwas anderes. Aber ich mache auf jeden Fall für ein Supertest ein Spiel. Was könnte ich denn Gutes machen? Ich mache das übrigens nur für diesen Part, wo ich so genau auf diese Listen gucke in den ganzen Scheiß. Weil ansonsten fände ich es ein bisschen unfair und ich will das Spiel auch neu erleben. Ich will diese Folge wirklich euch auch Tipps geben, was wirklich gut funktioniert und was gut zu RPG passt. Ich habe da auch eine Liste, die verlinke ich euch übrigens alle in der Videobeschreibung, wenn ihr auch mal gucken wollt. Gut zu RPG passt Aliens, Alt, History, Cyberpunk, Detective, Dungeon, Fantasy, Fashion, Martial Arts und Medieval. Ich nehme aber Cyberpunk, das habe ich nicht erforscht. Finde ich cool. Und wir machen ein Cyberpunk-Spiel und ein Rollenspiel. Cyberpunk-Rollenspiel machen wir. Ich brauche noch einen guten Namen. Was ist ein Cyberpunk? Ich will mal ein Spiel machen, was nichts mit Stahl zu tun hat. Wir haben bis jetzt jedes Spiel irgendeinen Fokus auf Stahl und so einen ganzen Scheiß. Ich muss mal den Fokus weg von Stahl bringen. Wir nennen das Spiel einfach, was ist Cyberpunk? Das ist so, fuck! Ein Rollenspiel. Mir fällt gerade kein guter Name. Übrigens, wenn ihr lustige Namen für ein Spiel habt, dann schreibt die mal in die Kommentare und dann machen wir das. Dann mache ich eure Vorschläge demnächst als Spiele. Wie nenne ich das? Cyber... Fuck, ich lande immer bei Stahl. Cyberstahl... Cyberstahl-Lauman. Cyberstahl-Lauman klingt nach einem guten Rollenspiel. Wir machen das. Machen wir es. Auf jeden Fall 2D-Grafik. Kann ich nicht mal 3D-Grafik machen? Das kann man doch bestimmt irgendwann mal erforschen, 3D-Grafik. Kommt das später? Entwicklung starten. So, wir werden entwickeln jetzt dieses Spiel. Und ich werde es auch hypen. Ich kann ja hier mit Marketing das ein bisschen hypen. Ich hype es mal ein bisschen mit Zeitschriften. Dann sind wir leicht im Minus. Kann ich nicht, wenn wir im Minus sind. Kann ich das echt nicht machen? Nee, kann ich anscheinend nicht machen, weil wir halt im Minus sind. So, und jetzt für ein Rollenspiel Cyberpunk-Spiel. Und für ein Rollenspiel. Jetzt die Regler, die ihr machen müsst für ein Rollenspiel. Engine tatsächlich auf 0. Gameplay ist auf 80% und Story auf 100%. Also das sind jetzt nicht... Ich hätte Engine niemals auf 0% gemacht. Wirklich niemals. Aber ich macht es jetzt so, weil das Tutorial mir... Weil ich meine, die ganzen Tutorials und so im Online, die werden ja nicht lügen. Er konnte es im roten Bereich. Glücklicherweise erlaubt er in der Bank ein... Ich kann bis zu 200.000 Minus kommen. Okay. Gut, wir müssen jetzt auf jeden Fall abliefern. Wir müssen jetzt mit diesem Spiel abliefern. Wir werden aber abliefern, weil ich die Regler halt mache. So wie das Tutorial mir das sagt. Ich vertraue den Tutorials einfach. Zweite Regler, Dialoge auf 100%. Leveldesign so 80% und künstliche Intelligenz auf 0%. Das ist immer irgendwas auf 0%. Das finde ich komisch. Ich mach's, aber ich habe wirklich blindes Vertrauen, dass es klappt. Und ich meine, wir sammeln auch viele Designpunkte. Ich glaube, so viele Forschungs- und Designpunkte habe ich echt noch nie gesammelt. Was gut ist. Weil je mehr Punkte du da sammelst, desto besser wird das Spiel theoretisch. Als letztes Weltdesign 100%, Grafik wahrscheinlich 80% und Sound 0. Ist das richtig? Ja. Also es ist immer so, dass 1 auf 100%, 1 auf 80% und 1 auf 0%. Das könnte ich jetzt selbst zusammenreimen. So irgendwas, was wichtig ist für ein Rollenspiel, die Spielewelt 100%. Das zweite 80%, das letzte 0%. Und, okay, ich habe das jetzt so gemacht, wie das Tutorial mir das gesagt hat. Das heißt, das Cyberstahl-Lauman müsste ein richtig gutes Spiel werden. Und bei Design aber auch schon 21 Punkte, 23. Ich glaube, so viel hatte ich wirklich noch nie. Ohne Witz. Das muss ein richtig gutes Spiel werden. So viele Punkte hatte ich wirklich noch nie. Gewonnen. Neuer Rekord. Neuer Rekord an Designpunkten gesammelt. Das wird ein richtig gutes Spiel. Guck mal, das ist wirklich ein neuer Rekord. Das Tutorial hat mich nicht belogen. Das muss ein gutes Spiel werden. Ich habe zwar Marketing null bewerben können, weil ich kein Geld hatte. Aber theoretisch muss das jetzt ein gutes Spiel werden. Spiel veröffentlichen. Und ich mache jetzt auch noch hier ein paar Auftragsarbeiten. Warum? Es gibt keine Auftragsarbeiten. Fuck. Okay, wir haben erst Bewertung fürs Spiel. Cyberstahl-Lauman ist mein Rollenspiel. Bitte, das muss gut ankommen. Eine 10! Da war gerade eine 10. Bitte. Yes! Wir haben ein Spiel mit einer 10 entwickelt. Gib mir auch eine 10. Eine 9! Yes! Eines der besten. Das Ding ist, die Plattform ist neu draußen. Wieder eine 10.
Und ich habe direkt ein richtig gutes Spiel für die neue Plattform rausgehauen. Ich meine, ich konnte es nicht bewerben. Aber das hat ganz viele 10er-Wertungen. Das muss richtig viel Geld machen jetzt, dieses Spiel. Mal gucken, wie viele Einheiten verkauft werden. Oh, oh, Alter, Alter, 30.000. Wir haben schon 230.000 gemacht. Die Medien sind begeistert von der Neuigkeit. Oh, die Medien sind begeistert von den letzten Neuigkeiten der diesjährigen Entertainment-Messe. Überraschend hat Vonny, ein bekannter Hersteller von Elektronen und oh, namens PlaySystem vorgestellt. Das ist die PlayStation. Fuck. Wenn die PlayStation auf den Markt kommt, ist natürlich alles durcheinander. Cyberstahl Blauman macht richtig viel Geld. Hier ist noch beworben mit Marketing, hätte so viel mehr machen können. Wir machen jetzt direkt das nächste Spiel. Und wir können jetzt, glaube ich, ein Action-Spiel machen, weil ich habe Bock auf Action-Spiele. Würde ich mal sagen, hauen wir einen Boop Raider raus. Ich habe ja mit Boop Raider tatsächlich gewartet, das letzte Boop Raider. Das war ja mein erfolgreichstes Spiel vor langer Zeit. Guck mal, wie viele Spiele ich gemacht habe seit Boop Raider. Wo ist denn Boop Raider? Hier, Boop Raider Unlimited. Das war noch auf den alten Tests. Dazwischen kam schon der Gameling, einfach eine neue Konsole. Superhelden-Action-Spiel, Boop Raider Unlimited. Macht jetzt das nächste Spiel. Das ist jetzt das neue Boop Raider. Und das kommt für den Super-Test raus. Und es wird richtig abgehen. Ich sage euch, dass dieses Boop Raider mega abgehen wird. Wir werden es auch jetzt mit Marketing bewerben. Was wir jetzt hoffentlich können. Guck mal rechts, wir sind Platz 4. Wir sind das viertbeliebteste Spiel, was momentan draußen ist. Unseren Marktanalysen zufolge ist das vor kurzem veröffentlichte Spiel Cyberstahl Laume ein Überraschungserfolg bei den Spielern. Die Entwickler Stahlfabrik Laue ist ziemlich neu in der... Yes, das ist richtig gut angekommen. Und Marketing hat geklappt, ne? Das wird kann ich nochmal Marketing? Ja, ich will dir auf jeden Fall Geld dafür. Okay, und hier ist es, glaube ich, bei Superhelden ist das Gameplay hoch, das niedrig und das 80%. Ich gucke nochmal nach, ob es wirklich so ist. Ich will mich in dieser Folge halt wirklich an die Tutorials orientieren. Einfach, dass ich das reinkomme, einfach auch, um euch zu zeigen, halt, wie es bestenfalls aussehen sollte, ungefähr. Bei Action-Spielen, Engine... Gameplay, Story. So muss es aussehen. So, wir bewerben das nochmal weiter. Marketing, ich will das richtig hypen. Ich will es schon richtig krass hypen. Zeitschriften, come on. Ich weiß, dass es sich gut verkaufen wird. Boop Raider ist eine Marke, die gut läuft. Test wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Oh, Alter. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht, weil der Test ist ja eigentlich schon eine gute Plattform. Okay, jetzt haben wir einen Hype 8 und wir entwickeln weiter. Boop Raider 2, okay. Okay, Dialoge 0, Level Design 80, künstliche Intelligenz 100. Und jetzt weiter. So, jetzt zur nächsten Phase. Will ich das noch mehr hypen? Ich meine, wir machen ja Geld. Ich hype es einfach bis in den Tod. Das soll den größten Hype haben, den ein Spiel nur haben kann. Hype 10. Yes, Hype 11. Hype 12. Hype 13. Hype 14. Hype 15. Hype 16. Gib mir mehr Hype. Gib mir mehr fucking Hype für das Spiel. Okay, Grafik 100. World Design 0. Sound 80. So. Und wenn ihr euch daran orientiert, könnt ihr halt wirklich auch richtig viel Geld machen und richtig guten Fortschritt machen. Ich habe das jetzt mega gehypt, Boop Raider New Generations. Und ich habe die Regel auch so gemacht, wie das Tutorial mir das gesagt hat. Und ich hoffe, dass es jetzt richtig gut... Okay. Cyberman Stahlmann... Okay. Cyberstahl Lawman wurde vom Markt genommen. Es wurde fast 100.000 Mal verkauft und hat 662.000 Umsatz erzielt. Und jetzt kommt fucking Boop Raider mit einem Hype 23, 24, 25, 26... Alter, Bugs gefixt. Come on. Bitte, das muss richtig gut ankommen. Ich meine, wenn man das alles befolgt, ist das noch kein Garant, dass das auch gut ankommen wird. Aber wir haben hier, guck mal, Bonus, neue Kombination, neuen Rekord, überall Level hoch. Überall Level hoch. Nochmal Grafik hoch. Können wir auch Level 4? Wären wir jetzt Level 4? Nein, fast. Spiel veröffentlichen. Das muss auch, bitte. Habe ich neue Auftragsarbeiten, die ich machen kann? Ja, gibt es. Irgendwas Leichtes. Das sieht leicht aus, machen wir. Test wird nicht länger unterstützt. Du hast 5 Spiele auf dieser Plattform. Okay. Sehr gut. Okay. Wir haben erste Bewertung, so ein neues Spiel Boop Raider New Generation zu halten. Okay. Es ist halt noch kein Garant, dass das Spiel auch gut ankommen wird. Eine 8. Okay, habe es tagelang gespielt. Weil ich meine, es sind halt auch noch verschiedene Faktoren. Es ist fast perfekt. Es hat gute Wertung. Es hat Hype. Das muss sich auch gut verkaufen. Es würde mich nicht sogar wundern. Nur so 7. Es würde mich nicht wundern, wenn das sogar besser verkauft wird als das Spiel eben. Eine 9. Action-Spiel funktioniert gut auf den Super-Test. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir hier noch eine Auftragsarbeit. Derzeit scheint der Markt besonders gut auf Spiele mit neuen Themen zu reagieren. Habe ich nicht gemacht. Vielleicht ist mein neues... Oh, ich habe 73 Forschungspunkte. Okay, Boop Raider wird gut verkauft, wird gut verkauft, wird gut verkauft. Gut gemacht. Wir haben 22.000... Okay, Auftragsarbeit hat geklappt. Wie oft wird es verkauft? 40.000 Mal wird es verkauft. Wie viel Geld macht es denn? 50.000 Mal? Okay, es macht 92.000. Boop Raider New Generations wurde vom Markt genommen. Es wurde 54... Okay. Es wurde 74.000 Mal verkauft und hat 500.000 Umsatz gemacht. Sehr gut. Okay, wir forschen jetzt noch ein paar neue Themen. Und ich werde dann bald noch eine neue Person einstellen. Ich forsche jetzt nochmal was Neues. Forschung. Ich habe jetzt sehr viele Forschungspunkte. Vokabular, Regierung, das sind alles langweilige Sachen. Mode. Krankenhaus, Vokabular, Regierung. Scheiße. Scheiße.
Nur Scheiße. Okay. Neues Spiel entwickeln. Okay. Plattform. Natürlich der Super Test. Und was für ein Spiel mache ich denn? Ich hatte jetzt ein Action-Spiel, ich hatte jetzt ein Rollenspiel. Wechseln wir mal das Genre. Okay, wir machen jetzt ein Abenteuer-Spion-Spiel. Und wir nennen es einfach total frech. James Bond. Wir nennen es einfach James Bond. James Bond vs. Stahlmann. James Bond kämpft gegen den Bösewicht Stahlmann. Es tut mir leid, ich mag so dumme Sachen. Ich mag es halt einfach, wenn der Titel dumm ist und wenn das Spiel dumm ist. Ich weiß, ein paar von euch finden es doof, ich mag es aber, wenn es dumm ist. Tut mir leid. Okay, bei Adventuren ist es richtig komisch, denn da muss Engine auf 0, Gameplay auf 0 und Story Quest auf 100. Ich hinterfrag's nicht, ich mache es einfach. Ich meine, man muss nicht immer alles hinterfragen, man kann es auch einfach mal machen. Wir machen jetzt noch ein bisschen Marketing. Und zwar eine Zeitschriften- und Demos-Kampagne. Hype 4, Instant. Sehr gut. Und wir haben 3.800 Fans. Das heißt, wir haben 3.800 Fans. So, das ist das letzte Spiel, was wir diese Folge machen. Und wie gesagt, schreibt mal coole Namensvorschläge in die Kommentare. Wir gehen echt so langsam die Ideen aus für coole Vorschläge. Und wenn ihr was Geiles habt, dann haut es einfach mal raus. Würde mich sehr interessieren, was ihr so für lustige Spiele habt. Übrigens ist dieses Easter Egg mit Pong. Das werde ich dann auch in der nächsten Folge machen. Hat mir in die Kommentare geschrieben. War ein cooler Vorschlag. Und okay. Und dann in der zweiten Phase bei einem Abenteuerspiel müssen Dialoge auf hoch und die anderen zwei auf niedrig. Dass man was auf 0 haben muss, finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Aber egal, ich mach's einfach blind. Ich vertraue blind dem, was mir die Tutorials sagen. Es hat einen Hype von 19, 20 und wir sammeln unfassbar viele Designpunkte. 26, ich glaube, das ist richtig viel. Okay, das Spiel muss einschlagen. Neuer Rekord übrigens mit 27 Designpunkten. Engine, hoch, okay, was er als Plus kriegt, Okay, Künstliche Intelligenz Plus, Spielweltdesign Plus, Bardo Plus, sehr gut. Können wir jetzt noch eine Auftragsarbeit machen währenddessen? Und Auftragsarbeit, kriege ich das hin in der Zeit? Ja, ich traue mir zu, das hinzukriegen. Okay, mal gucken, wir haben die ersten Bewertungen für das Spiel, James Bond vs. Stahlmann. Das müsste gut ankommen, Die Regler waren in Ordnung. 8. Habe es tagelang gespielt. Okay. Sehr gut, sehr gut. Stargame spielt irgendwie oft unsere Spiele tagelang. Eine 10. Yes! Informed Gamer. Sauber. Ich liebe es. Okay, okay. Game Hero ist ein bisschen... Spaß nochmal. Kriegen wir jetzt auch hier eine 10? Eine 9. Okay, ist okay. Jetzt gucken wir, wie unser Spiel viel Kohle macht. Und wir haben richtig viele Forschungspunkte. Ich könnte auch mal eine eigene Engine machen. Aber ist das nicht die eigene Engine? Kann ich das jetzt... Macht das Sinn, das jetzt schon zu machen, oder macht das nicht mehr Sinn, das später zu machen? Unser Spiel ist auf Platz 8, der beliebtesten Spiele. Und genau, was wir wollten. Okay, und die Auftragsarbeit wurde fertig gemacht. Und so. Es macht gut Geld auf jeden Fall. Wir haben viele Fans, wir haben fast 5000 Fans. Das letzte Spiel von Stahlfabrik Laue hat durchweg sehr positive Bewertungen bekommen. Informed Gamer gab ihnen eine 10. Jeder liebt es. Wenn Stahlfabrik Laue weiterhin so innovativ bleibt, wird es zum Publikumsliebling. Wir werden zum Publikumsliebling. Stahlfabrik Laue. Können wir bald mal ein größeres Büro ziehen eigentlich? Ich meine, ich habe noch keinen einzigen Mitarbeiter und will schon direkt in ein neues Büro ziehen. Aber theoretisch muss es doch gehen, oder? Theoretisch müssen wir doch mal in was Größeres kommen. Es scheint, dass es sich auf... Okay, es gibt derzeit keine starken Trends auf dem Markt. Richtig in Ordnung. Ist sehr in Ordnung. Okay, wir machen gut Geld. Wir verkaufen weiterhin viele Einheiten. Dann würde ich ja sagen, das war die Folge vom Game Dev Tycoon. Wir gucken uns noch an, wie viel Geld. Oh, eine verschlüsselte Nachricht. Wait, Nachricht entschlüsseln. Ein ganz neues Angebot. Bla 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 bla. Ich überweise 16.000. Nachricht entschlüsseln. Vielen Dank, du hast Zeitreise erforscht. Ich kann spielst du eine Zeitreise machen. Sehr geehrte Stahlfabrik Laue, ich wollte gerade abmoderieren und dann bekomme ich sowas Geiles. Wir haben ihre Fortschritte in den letzten Jahren verfolgt. Und möchten Sie hiermit offiziell einladen, an der größten Spielemesse der Welt, der Games, auch als G3 bekannt teilzunehmen. Alter, auf jeden Fall! Mit Ihrem eigenen Stand auf der G3 können Sie viele Fans gewinnen und gleichzeitig auch Ihre Spiele in den Mittelpunkt rücken. Wir denken, dass die Fans sich freuen würden, wenn sie teilnehmen würden. Werden Sie jährlich mit Standoption... Oh, awesome! Wir können an so einer Messe teilnehmen. Das ist richtig cool. Okay, dann würde ich aber sagen, Leute. James Bond vs. Stahlmann wurde vom Markt genommen. Es hat sich wieder fast 100... In der nächsten Folge werden wir ein Spiel machen, was 100.000 Mal verkauft wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Dann würde ich aber sagen, Leute. Schreibt mir coole Vorschläge in die Kommentare. Ich habe wieder zu lange aufgenommen, glaube ich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich liebe dieses Spiel. Das Spiel ist einfach richtig cool. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.